dass dem kleinen Maxi heute daheim noch was passiert. Rasch! Jetzt tut er mir echt leid, mein kleiner Maxi. So ein Stuss hört der den ganzen Vormittag. Ich glaube, ich werde am Heimweg ihm zum Trost was Schönes kaufen. Vielleicht die Playstation, die wo er so gern mag. Da machen wir nur die Rund. Und jetzt ein Fade-out. Nicht zusammenbrechen, nur leiser. Und mit Gefühl. Gefühl! Hallo, wir machen das so lange, bis du sitzt, ja? Ich hab Zeit. Was ist es mit dem Gefühl? Und lächeln beim Singen. Lächeln! Ja, Leute, Musik muss doch Spaß machen. Ja, dann mag ich gleich überhaupt. Ja, geht auch da überhaupt schon. Sinn doch. Das hat ein Nachspiel. Na, dafür, ich muss da immer sofort an Otto Schily denken, wenn ich sowas höre. Otto Schily hat nämlich mal einen sehr klugen Satz gesagt. Vielleicht hat er es öfter gemacht, das weiß ich nicht, aber der war klug. Er hat gesagt, wer Musikunterricht kürzt, der gefährdet die innere Sicherheit. Ich fand den Satz wirklich gut. Doch, sehr gut. Das haben wir jetzt wieder gesehen gerade, ja, dass er da recht hat. Gut, ich weiß nicht, was der Mann für einen Musikunterricht hatte. Er war ja auf der Waldorfschule, also den Schaumstoffpädagogen. Na, Sie, da darf man keine Witze machen. Die haben es wirklich nicht leicht. Na, schauen Sie, die können einen Schüler nicht einmal in die Ecken stellen, weil gar keiner da ist. Ist so, ja. Aber dafür können sie halt ihren Namen tanzen. Aber, hätte mich schon interessiert, wie Otto Schily getanzt aussieht. Gut, aber der andere damalige Innenminister, der bayerische, war der Günther Beckstein damals, der wollte auch was Kluges sagen zu dem Thema Musikunterricht und Kinder und so. Der Beckstein hat damals so Nein, das hat er auch wieder nicht verdient, der Gemeinwieser. Beckstein hat damals gesagt, bevor die Kinder auf dem Pausenhof mit Drogen handeln, sollen sie ein Musikinstrument lernen. Ist nicht von mir, ist Originalton, ist nicht von mir. Ich muss auch sagen, ich habe es auch nicht richtig verstanden. Also, nein, mir ist auch nicht ganz klar geworden, warum da die Reihenfolge so wichtig ist. Aber ich muss jetzt auch dazu sagen, ich verstehe nicht viel vom Drogenhandel. Also das, nein, das, ich weiß das nicht. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass man da als Dealer einfach auch mehr Umsatz hat, wenn man ein bisschen dazu spürt. Kann ja sein, ja. Oder wenigstens Mundharmonika. Ja, ja. Aber ich habe gesagt, gut, als Lehrer will man ja den Kindern beruflich nicht im Wege stehen. Ja, habe ich gesagt, gut, dann lernt halt jetzt jedes Kind bei mir ein Musikinstrument. Wenn das so ist, ja, und das beste Instrument auf dem Weg in die große Welt der klassischen Musik ist natürlich immer noch die Blödflocke. Ich habe also für meine 5. Klasse, das sind 35 junge, gesunde, 10-jährige Kinder, habe ich also 35 sogenannte Schulflockblöden gekauft. Bei der Firma Heckler und Koch. Die sind spülmaschinenfest. Ja, damit man dieses Gesäufer da ein bisschen unter Kontrolle kriegt. Jetzt muss man sagen, so eine Schulflockblöde, die ist aus Plastik. Und so ein Plastikpfeiferl. Das klingt schon grauenhaft, ja. Also wirklich, da
freuen sie sich über jede Vuvuzela. Das ist also... Klingt grauenhaft, aber schauen Sie, wenn Sie den Kindern am Schuljahrsanfang eine Holzblödflocke geben, da haben Sie da drin ja bereits an Weihnachten eine dermaßene Pilzkultur. Ja, Sie, das Kind hat's gar nicht mehr da blasen. Ja, und wenn Sie da mit Druck draufgehen, da treibt's die Schwammerl bei den Grifflöchern raus. Ja, Sie haben keine Vorstellung, wie viel Leben in einer Rotzglocke herrscht. Das sind Biotope, höchstens noch vergleichbar mit einem Turnsackerl. Aber... bei einem Plastikpfeiferl ist das alles kein Problem, ja, weil das schmeißen sie über Weihnachten dann in einen Eimer mit WC-Reiniger und bereits im Januar haben sie wieder eine Sauberflöte. Gut, die schmeckt ein bisschen komisch. Das ist den Kindern doch egal, die Kinder gehen zum Essen zum Mäcki, die sind was ganz anderes gewesen, ja. Gut. Jetzt habe ich also zu den Kindern gesagt, Kinder, jeder eine Pfeife. Und anschließend erkläre ich euch, wie es geht. Das war das Letzte, was die Kinder von mir gehört haben. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie eine Vorstellung haben, was ein gesunder Zehnjähriger aus so einem Plastikpfeifer rausbringt. Sie, die haben draufgehalten, den ich aus den Augen rauspatzt. Und es war ja nicht einer, es waren 35. Mein erster Gedanke war Kettensägen, hätte ich ausgehalten. Kettensägen, das wäre von vornherein nicht so laut gewesen. Und mit der Zeit wäre es wohl auch ruhiger geworden. Jetzt ist aber schon passiert, ich sage Ihnen, das war der Tinnitus für Fortgeschrittene. Also eine Heavy-Metal-Band ist ein Dreigesang gegen das, was da drinnen abgegangen ist. An die Fensterscheiben, da ist hunderte so völlig desorientierte Fledermäuse. Schellt. Es war unerträglich. Ich habe gesagt, Kinder, Schluss, aus. In einer Viertelstunde ist sowieso Pause. Wir machen jetzt Schluss. Und ihr geht jetzt raus auf den Pausenhof und handelt mit Drogen. Das war eine fünfte Klasse. Wenn Sie die gleiche Klasse wieder treffen, sagen wir mal 7 Jahre später, als 11. Klasse, das hat aber lang gedauert, ich habe mir das mal von einer Grundschulkollegin erklären lassen, warum das so lang dauert. Sie hat gesagt, das ist schwierig, weil es über die Hand drüber geht. Ja, sie hat gesagt, im Dunkeln kann man das gar nicht nachrechnen. Die versteht was davon. Doch, die versteht. Das ist eine klassische Grundschulkollegin, klassische Grundschullehrerin. Sie, die, wenn eine Ohrkatzel zusammenfährt, das nimmt's mit heim und laminiert's. Klasse, 7 Jahre später. Wieder mal ist Montag, erste Stunde. Eine 11. Klasse, normal 30 Kleidel und ein paar sitzen tatsächlich schon am Platz, nicht alle. Weil nicht jeder hat so eilig und ich sag, hey Leid. Neue Woche. Gehen wir so.
Mit Schwung. Die Damen aufgestylt wie die letzten Schneuen. Wissen selbst nicht, was sie hier eigentlich wollen. Erzählen sie bloß die ganze Stund, was gegangen ist am Wochenende. Und ich sag, hey Mädels, jetzt passt's halt ein bisschen auf. Sag, Herrschaften, jetzt arbeitet's halt ein bisschen mit. Aber sie bloß die ganze Zeit mit ihrem blöden Getuschel da. Wissen Sie was, ich meine, sie könnten auch ein bisschen mitarbeiten, gell? Ah ja, so ein bisschen ein Tsch-Tsch werden sie da noch hinbringen, oder? Ja, so war. Also da war, ich spiele mir hier einen Wolf und. Dass wir uns jetzt da richtig verstehen, gell? Das sind natürlich jetzt alles mündliche Noten, gell? Ja? Unterrichtsbeiträge, ja? Ja, ich sag's nur, gell? Nicht, dass beim Zeugnis wieder heißt, haben wir nicht gewusst oder so. Gell? Ja? Ich registriere das sehr genau, gell? Mir entgeht nichts. Fontane war halt droh, die Effi Priest. Was man halt so seit 50 Jahren in der 11. liest. Das heißt, gelesen hat es natürlich hier keine Sau. Ich hab mir schon gedacht, schau mich um in der ganzen Klasse und sag, hey, live. Das gehört halt zur Bildung. Ich sag, Herrschaften, jetzt schaut's halt mich an. Mir hat's doch auch nicht geschafft. Spätromantik, sagen sie, finden's fad. Sag ich, dann mach ma Gegenwart. Kennt ihr vielleicht den Kunderer? Ja, sagt der Flo, ich glaub, der spielt beim FCK, ja. Ich denk, probier's mal mit dem alten JWG. Den jungen Werther, den könnten sie vielleicht verstehen. Sie lehnen es ab, ich hab kein Glück. Die Damen sagen, Werthers Echte machen dick. Oh, oh, oh. Oh, holt mich hier raus, ich bin Lehrer. Holt mich hier raus, bringt mich ins Dschungelcamp. Das ist natürlich wieder Stichwort für die Dame, geht wieder los mit ihrem Tschu, 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 tschu,